Gefriergeräte gehören zu den sogenannten Großverbrauchern. Bei diesen Geräten sind in Bezug auf die Energiekosten die Energieeffizienzklassen wichtig. Die Klasse A ist gut und wird mit jedem Plus dahinter energiesparender. Altgeräte verursachen oft hohe Mehrkosten. Moderne Geräte rentieren sich daher recht schnell. Es lohnt sich fast immer, das energiesparendste Gerät zu kaufen. Lassen Sie Ihren Kühlschrank nie lange geöffnet, damit so wenig wie möglich von der Kälte entweicht. Hilfreich ist ein System beim Befüllen Ihres Kühlschranks, damit Sie Zeit und Geld sparen. Wenn Sie Eingefrorenes zum Auftauen in den Kühlschrank legen, können Sie die Kälte sogar nutzen, wobei warme Speisen möglichst nicht in den Kühlschrank wandern sollten. Sie entziehen dem Kühlschrank wertvolle Energie. Kühl- und Gefriergeräte sollten in möglichst kühler Umgebung aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zum Herd oder Heizkörper sowie direkte Sonneneinstrahlung. Die Dichtungen des Kühlschranks sollten unbedingt in Ordnung sein, damit keine Kälte entweichen kann. Das gilt auch für verschmutzte Dichtungen, die ein luftdichtes Schließen verhindern. Tauen Sie Ihren Kühlschrank regelmäßig ab, da vereiste Geräte zusätzlich Energie schlucken. Entstauben Sie auch die Lüftungsgitter regelmäßig, damit eine Luftzirkulation gegeben ist, die für das Abkühlen der Kühlflüssigkeit wichtig ist. Die Kühlschrankrückseite sollte auch immer ausreichend Platz zur Wand haben, damit die Abwärme gut transportiert werden kann. Allein dadurch können bis zu 10% Strom eingespart werden. Und immer daran denken, kühlen mit 5 bis 7 Grad Celsius und gefrieren mit minus 18 Grad. Ihr Kühlschrank ist ein echter Workaholic. Er arbeitet 365 Tage am Stück und das ohne Pause. Achten Sie beim Kauf daher auf ein energiesparendes Modell. Es lohnt sich.